Frankfurt am Main, wirtschaftliche Hauptstadt der Rhein-Main-Region. Ballungszentrum für Unternehmer und Kreative. Und für Menschen, die sie zusammenbringen. Er ist einer von ihnen. Mein Name ist Thomas Krämer und ich bin Präsident des Wirtschaftsclubs Rhein-Main. Und zwar ehrenamtlich, neben der Leitung des eigenen Unternehmens. Was sind die Ziele des Wirtschaftsclubs? Frankfurt ist ein Melting Pot und wir wollen die Plattform sein für alle, die Interesse haben an Wirtschaft und Politik. Die rund 1000 Mitglieder sind natürlich zu viele für gemütliche Abende im Clubsessel. Think Big könnte stattdessen als Motto auf dem Wappen des Wirtschaftsclubs stehen. Thomas Krämer bespielt Ballsäle. Mit großen Events wie der Verleihung des Innovationspreises und zahlreichen Vortragsabenden mit Hochprominenten. Wir hatten einen riesigen Neujahrsempfang mit über 600 Gästen und dem letzten deutschen Nobelpreisträger als Gastredner. Wir hatten Friedrich Merz mit rund 200 Gästen, heute Abend das gleiche mit Kai Diekmann. Und wir freuen uns in 2 Monaten auf Kanzleramtsminister Helge Braun. Platz ist aber auch für Kontroverses. Eine Einladung Frauke Petrich zum Beispiel. Ich habe Spaß, wenn es ein bisschen knallt, wenn es polarisierende Gäste sind, weil ich brauche nicht den Staatsminister Müller, der eine Rede über schönes Hessen hält. Wie sorgt der Wirtschaftsclub denn für Exklusivität? Wirtschaftsclub, da habe ich ein bisschen Schwellenangst. Würde ich denn überhaupt reinkommen in den Wirtschaftsclub jetzt so als Normalo? Mit dem Schal? Nein. Gott sei Dank nur ein Scherz. Der schönste Schal meiner Frau. Ernst gesprochen, das kann jeder Mitglied werden, der Interesse hat und Spaß an den Themen hat. Wir haben bewusst keine Aufnahmebeschränkung. Man muss also kein Unternehmer sein. Aber eine andere wichtige Frage stellt sich natürlich trotzdem. Aber jetzt dafür muss ich unheimlich viel Geld ausgeben, um da Mitglied zu sein, oder? Das ist richtig. Ja, wie viel wäre es dann? 100 Euro im Jahr. Ja. Das ist ja darstellbar. Nun führen wir Thomas Krämer ins Kaffeehaus, tagsüber. Einen Ort, den er nur vom Hörensagen kennt, wegen seiner vielen Baustellen. Wie hält er sich dabei eigentlich fit? Ja gut, ich esse ganz gut, wie man sieht. Ja. Das hilft anscheinend. Am Sport liegt's nicht. Tagsüber Chefsessel, abends Telefonakquise für den Club. Pause nur von Mitternacht bis 5 Uhr früh. Es macht Spaß und was Spaß macht, ist keine Arbeit. Und dann kann man auch das 10-mal am Tag machen oder auch noch abends. Und das ist immer einer meiner Scherze. Ich sage, ich schaue kein Fernsehen, ich mache lieber das. Und dann hat man auch sehr viel Zeit im Leben für solche Dinge. Wie etwa abends das Gala-Dinner im 5-Sterne-Hotel? Etwa 200 Clubmitglieder sind wieder gerne dabei, um herauszufinden, wen Talkmaster Thomas Krämer wieder an Land gezogen hat. Heute den ehemaligen Bild-Zeitungsboss Kai Diekmann zum Thema Silicon Valley. Wie hat denn Herr Krämer Sie rumgekriegt, hierher zu kommen? Mit Hilfe einer Kollegin in Berlin, die sehr nachdrücklich und sehr nachhaltig auch immer wieder gefragt hat. Und ehrlicherweise mag ich Frankfurt gern. Ich bin immer öfter hier und mir gefällt's gut. Eine Auffassung, die sich ja gerade sehr ausbreitet. Ich bin auch seit vielen Jahren Mitglied im Wirtschaftsclub und gerade in den letzten Jahren gibt es wieder sehr, sehr viele gute Veranstaltungen, seitdem Thomas Krämer eben der Präsident ist. Sind Sie denn auch Mitglied im Wirtschaftsclub? Leider noch nicht. Aha, aber Sie sind dabei. Ja, ich schaue mir es heute Abend mal an und ich würde mich sehr freuen, wenn es passt. Warum? Warum sind Sie gekommen? Weil mich die Themen interessieren. Gute Redner, eine gute Atmosphäre, das gefällt mir sehr gut. Aber es darf ruhig noch ein bisschen kritischer werden. Also bisher war ich noch nie enttäuscht. Ich komme gerne und oft. Ich finde Sie sehr interessant, sehr locker. Ich finde es einfach anders. So, lieber Herr Krämer, was ist denn der Ausblick? Was wünschen Sie sich denn für den Club? Natürlich mehr Abende wie heute. Ja. Ich denke, das war ein voller Erfolg und natürlich mehr Mitglieder. Ja. Ja. Da sind Sie, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Es sieht so aus. Ich bin zufrieden.